Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Airborne Kingdom. Airborne Kingdom, immer noch. Ja. So, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Also erstmal habe ich hier alles neu gestartet. Also habe mein gesamtes Set alles runtergefahren, habe den Rechner neu gestartet, um alle Eventualitäten meinerseits hier irgendwie technischer Art und Weise ausschließen zu können, soweit wie möglich. War dann im Diskussionsforum unter Steam zu diesem Spiel und habe da gelesen, dass da Leute durchaus Probleme haben, nach wie vor. Also das letzte, oder sagen wir mal andersrum, ab Juni 2023, seit Juni 2023 gibt es keine Patches mehr, keine Bugfixes mehr und so weiter und so fort. Also die Entwickler konzentrieren sich halt ausschließlich auf die Programmierung, auf die Erstellung des Nachfolgers. Und hier dieses hier, also Airborne Kingdom, wird von denen in keinster Weise mehr beachtet oder weiter unterstützt in Form halt von eventuellen Updates und Patches und dergleichen. Es gibt aber immer noch Leute, die halt Probleme mit dem Spiel haben. Unter anderem hat dann auch einer hier geschrieben, hier von wegen die Geschichte, die ich hier auch schon angesprochen habe, mit der rechten Maustaste, dass das Steuern des Königreichs, also dass man ihm sagen kann, wo es hinfliegen soll, das haut bei dem auch nicht immer so hin, so hatte da Probleme. Ein anderer hatte tatsächlich Probleme mit einem Königreich, das wir erfolgreich abgeschlossen haben, nämlich Candis, die Sache da mit den Suchern. Er hat die Leute gefunden, ist dann halt zum Königreich zurück und er konnte die Geschichte nicht abschließen, weil der entsprechende Eintrag gar nicht angezeigt wurde. Ja, also er konnte nur halt Dinge entweder am Markt kaufen oder diese Technologien-Geschichten da halt machen. Also was wir jetzt ja auch gerade noch also in der letzten Folge gemacht haben. Das hat funktioniert, aber er konnte die Mission nicht abschließen. Und ist also in etwa vielleicht ansatzweise so vergleichbar, nur dass bei ihm das überhaupt nicht angezeigt wurde. Ich habe immerhin das Menü ja noch angezeigt bekommen. Hier für diese Technologiegeschichte, dafür diesen Hafen, den wir da bauen sollen. Ja, aber er hatte erst gar nicht die Möglichkeit, so weit zu kommen, sondern da war schon im Vorfeld alles vorbei. Er hat das entsprechend geschrieben, halt, dass dieses Problem besteht bei ihm. Und die Entwickler haben sich wohl überhaupt nicht darauf reagiert. Irgendwie reagiert hat wohl ein anderer Spieler, so wie ich das gesehen habe. Der dann meinte, ja, nee, alles in Ordnung, ich habe das Spiel schon ein paar Mal durch und so und ich hatte das Problem nie und bei mir war alles wunderbar. Und bei ja anderen irgendwie hunderttausenden anderen Spielerinnen und Spielern ja auch und so, dann ist irgendwie ein Problem, das du nur hast. Und irgendwas mit deiner Hardware oder Konfiguration ist da nicht in Ordnung oder so weiter und so fort. Ich was lese, kriege ich schon so eine Krawatte, weil was soll da für eine komische Hardware-Kombination sein? Hier bei mir beispielsweise, ich habe ja ganz normale Intel-CPU da drin, da irgendwie so eine 7er, die noch halbwegs aktuell ist. Ich habe eine ganz normale Nvidia-Grafikkarte hier drin. Hier ist nichts Exotisches verbaut. Ne? Auch hier Arbeitsspeicher und so weiter, das sind alles Sachen, die A von namhaften Herstellern kommt. Gut, das alleine muss natürlich nichts sagen. Aber ne, also von Firmen und Herstellern, die im Prinzip wissen, was zu tun. Zumindest kann man da, ich glaube, schon mal davon aus, dass das so ist. Und also wie gesagt, ne, vom Motherboard angefangen ist alles andere, was da so drin verbaut ist, ist da nichts Exotisches oder Seltsames drin. Natürlich kann es immer, ne, jede Hardware-Konfiguration ist natürlich anders und kann andere Auswirkungen haben. Das ist mir schon durchaus bewusst, dass das so sein kann und auch in der Regel so ist. Ich hatte aber hier auch diesen Effekt. Ja gut, das konntet ihr jetzt nicht sehen. Ich habe ja versucht, da die Auflösung zu verändern. Zum einen habt ihr gesehen, das war alles so matschig, als sie die Auflösung verändert hatten. Man konnte die Schrift nicht mehr lesen. Auf meinem zweiten Monitor, der hat auf diese Veränderung der Auflösung reagiert, wo ich dann erst so ein bisschen verunsichert war und dachte, irgendwie ist das normal, eigentlich nicht. Hab dann, nachdem ich erstmal so alles runtergefahren habe und dann wieder neu aufgebaut habe, habe ich einfach mal ein anderes Spiel gestartet, Starfield, habe ich angeschmissen. Und habe da mal an den Einstellungen bezüglich der Grafik
Auflösung entsprechend rumgeschraubt, sowohl im Fenstermodus, also bin in den Fenstermodus gegangen, bin dann auf irgendwie, weiß ich nicht, was war das, 1920, ne, also auf HD-Auflösung zurückgegangen, hab dann wieder auf maximal gestellt. Das konnte ich anders wunderbar machen, ich konnte wunderbar dann auch im Spiel mich da bewegen und Dinge tun und so weiter, ohne dass auf dem zweiten Monitor überhaupt in irgendeiner Art und Weise darauf reagiert wurde. Also so ganz sauber programmiert ist dieses Spiel hier anscheinend nicht. Also solche Dinge dürften eigentlich nicht passieren. Ja. Und auch so das Argument, ja, das Spiel funktioniert doch bei anderen. Ja, toll, dass es bei anderen funktioniert. Bei dem einen Kollegen hat es nicht funktioniert. Bei zweien eigentlich, die haben Probleme gehabt. Andere haben auch Probleme gehabt, die das entsprechend gepostet haben. Und man bekam dann immer nur diese lapidare Antwort, ich nehme an, dass es andere Spieler sind, die das geantwortet haben, ich habe das jetzt nicht im Detail verfolgt. Die da meinten, ja nee, also bei uns geht alles und bei anderen geht ja auch alles und du bist das Problem. Ja, beziehungsweise dein PC. Ja gut, kann man so sehen. Also weiß ich nicht, ob das so zielführend ist. So, wir sind jetzt dabei, hier Eisen zu produzieren. Ein Eisenhammer. Wir brauchen aber 10 Eisen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich guck mal in der Zwischenzeit nach, ob wir so ein bisschen Sachen finden im Bereich Nahrung und Wasser. Also, ne, Wasser geht noch so einigermaßen, aber Nahrung wäre schön. Was ist da hinten? Dickicht. Das ist nicht viel Dickicht, aber wir fliegen da mal hin. Hallo? So. Soll ich auch die Pause rausnehmen, dann klappt es auch mit dem Fliegen. So. Ja, puh, weiß ich nicht. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, irgendwie hochschön. Ne? Eigentlich so gar nicht. So, kann ich überhaupt noch Sachen bunkern? Nicht mehr allzu viel. Wir sind jetzt hier kohlemäßig da, zwar auf allen Dingen, die wir so machen können, aber ich brauche wohl mal wieder so ein paar Lager. Eine endlose Geschichte. So, ich weiß, es ist eh nicht viel da abzugraben. Wie viel kommt dabei rum? Schauen wir mal. 61 sind wir jetzt aktuell. Hm, 64, 77, ja. Knapp die Hälfte. 71. Sonst noch irgendwas abzugreifen? Gibt es hier irgendwo Wasser in der Nähe? Wenn wir gerade mal hier so am Rumcruisen sind. In welche Richtung bewege ich mich denn augenblicklich? Da will ich nicht hin. Das macht keinen Sinn. Zumal ich glaube, da auch nicht allzu viel ist. Was war das nochmal? Lehm. Ja, nee, jetzt nicht. Oh, wir sind doch voll. Wir sind doch komplett voll. Heißt, ich brauche wieder Lager. Wir haben 3 Eisen am Start aktuell. Jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Da war das Ding in das Königreich. Machen die jetzt nicht weiter, weil wir voll sind. Aber normalerweise, ich verwende Eisenerz, das verschwindet in Eisen. Ich forme mir nur um, so umgesehen. Ich forme mir nur um. Das wird ja nicht mehr vom Gewicht. Also von daher müsste sich da eigentlich was tun. Da tut sich auch. Das wäre jetzt auch der Hammer gewesen. Ja, jetzt auch so. Leben vorkommen? Nee, ich will kein Leben vorkommen, dann ist uninteressant. Ja, Lager. Ressourcenlager, genau, das ist das Thema. Witzig ist auch, wenn ich hier auf das Ressourcenlager gehe, das hier wird angezeigt, was da alles drunter fällt, ist ja auch in Ordnung. Aber es fällt hier nicht darunter irgendwie Wasser oder Nahrung. Trotzdem erhöht sich hier der Lagerbestand, wenn ich Nahrung einlagere, was ja eigentlich ganz woanders gelagert wird. Ne? Entsprechenden Lagereinrichtungen, die ja von der Gesamtlagergeschichte unberührt bleiben. Also normalerweise müsste das getrennt sein. Ist auch so ein Punkt. Ja, wo ich dann so sage, irgendwie, ist zumindest unlogisch.
Wenn ich zwei oder drei verschiedene Lagertypen habe, wieso wird das alles hier im Ressourcenlager eingebaut? Na gut, Ressourcenlager heißt für mich ja gut alle Ressourcen. Da müssten die aber auch alle da aufgeführt werden und nicht nur das, was ich fürs Bauen so benötige. Ja, ich sehe hier nur Holz, Lehm, Eisenerz, Quarz und ich denke mal Baumwolle, das dann in entsprechenden anderen Produkten umgewandelt wird, ne? Entsprechend umgearbeitet wird. Gut. Lassen wir mal auch so im Raum stehen, ist ein bisschen seltsam, finde ich. So, wie viel Eisen haben wir? 7 von 10. Da ich ja eh nichts einlagern kann, so wenn ich das hier so weiß, ich richtig verstehe, dann macht auch hier irgendwie die Suche nach Wasser erstmal wenig Sinn. Ich meine, ich kann schon mal gucken. Aber. So, ach, wir brauchen noch 2. Hat gerade so meine Augen offen bezüglich anderer Ressourcen, also eine Wasser und Nahrung. Ich meine, wir sind noch im positiven Bereich oder im grünen Bereich, sagen wir es mal so. Aber der Flug zu entsprechenden Quellen, wo wir uns dann wieder mit den geforderten, benötigten Ressourcen entsprechend versorgen können, dauert ja dann auch und so weiter und so fort. Entsprechende Ressourcen werden verbraucht. Und dann stehen wir irgendwann da. Gut, wie weit? Meine Güte, nee, was ist denn hier los? Macht mal da hin, ich geh mal hier, warte mal, ich mach mal hier ein bisschen schneller, sonst sind wir in 2 Stunden noch hier rumdümpeln und kommen nicht voran. So. Die brauchen ja ewig für so ein bisschen Eisen. Da kommen jetzt, das eine Teil kriegst du jetzt auch noch hin. Nicht wahr? Jetzt hat irgendwie länger gedauert als alle anderen. So, ja, das sieht immer noch schitter aus hier. Jetzt werden aber beide immerhin angezeigt. Wir versuchen es mal. Gott sei Dank, das hat funktioniert. Ich meine, die Darstellung ist hier immer noch nicht so toll. Um es mal so zu sagen. Oh, ein Himmelshafen. Ja, Gut, ich guck mal eben. Normalerweise müsste ihr das jetzt schon machen, ne? Wir kehren zum Gefolge des Königs zurück und präsentieren die Rune des Tageslichts. Blablabla. Das haben wir gelesen. Ach, ich bin auf Pause, warum auch immer. So. Dann lassen wir ihn das Ding da mal bauen. Ja, die kommen so langsam aber sicher aus dem Quark. Gut. Ja gut, wäre immerhin, das hat jetzt funktioniert, aber so richtig Dölle ist das nicht. Ja, das bin da schon so ein bisschen angenagt. Hoffen wir mal, dass da nicht noch größere Probleme auf uns zukommen. Jetzt bin ich natürlich so, ne, von der ganzen Geschichte, die ich da so von den anderen Kolleginnen und Kollegen, die das Spiel gespielt haben und da entsprechende Probleme hatten, da so ein bisschen angetriggert. Und ja, gucken wir mal. Und immerhin hier die Klippenpforte, die kriegen wir noch mit. So, wir machen wieder auf Normalgeschwindigkeit. So, unsere Arbeiter haben den neuen Himmelshafen fertiggestellt und so haben wir einen neuen Verbündeten. Das ist ausgezeichnet. Das freut mich sehr. Aha, jetzt mal da den ersten Kringel da unten. Wir sind nun verbündet mit Klippenpforte. Ausgezeichnet. Juhu, es wird gefeiert. Der fertiggestellte Himmelhafen verbindet Klippenpforte nun mit uns und seinen Nachbarn. Einige Arbeiter schließen sich uns voller Vertrauen in unsere Prophezeiung an. Ja, das ist schön. Außerdem liefern sie uns jeden Tag +6 Eisenerz. Oh, das ist cool. Weil diesmal kein Holz, sondern Eisenerz. Das ist schön.
Da sie nun mit dem Himmel verbunden sind, dürfte das kein Problem sein. Wir müssen die anderen Königreiche finden und Bande knüpfen, denn dann können alle Völker in kollektiver Harmonie leben und die Prophezeiung erfüllt werden. Wir widmen uns andere Angelegenheiten. Ja, Technologie wäre toll, Ressourcen, nö. Beziehungsweise doch, vielleicht mal, ich schau mal gerade. 61 haben wir da jetzt rum. Brauchen wir wieder alles. Was haben wir denn? 58 Einheiten Nahrung, 75 Liter. Ja. Ich mach das anders. Wir widmen uns anderen Angelegenheiten. Wir kehren nach Hause zurück. Ihr könnt ja jetzt auch wieder ein bisschen was einlagern. Ich würde. Ich habe mich vollkommen erschrocken, weil das, dieser Flieger da vorbei. Alarm. Mal ganz kurz auf pausieren. Ist da irgendwie Wasser in der Nähe? Da ist Wasser. Da ist Wasser. So. Und dann machen wir uns mal flugs auf den Weg. Und tanken etwas Wasser. Schauen wir die Folge noch. Und ja. Ist noch zu weit weg, ist kein Problem. Das heißt natürlich, ich muss dafür die Leute wieder entsprechend Wohnraum schaffen. Ich schau mal gerade. Wohnblock. So ein bisschen kriege ich ja hier noch unter. Okay. Oh, das sollte gehen. So, erstmal das alles ausnutzen, was ich schon habe. Und sagt unser Flieger. Jetzt hat er wieder so einen leichten Drall nach hinten, aber es geht noch. So, wohnen können alle. 61, aber auch alles komplett besetzt jetzt hier. Und wir bunkern eifrig Wasser. Was schon mal cool ist. Das passt auch noch. Wie sieht's denn aus? 60 sind zufrieden, einer ist immer noch neutral. Ja, wie gesagt, ne, da muss ich nochmal ran. Da werde ich hier Dinge umstrukturieren müssen, sowieso, weil wir auch noch entsprechend ne, noch mehr Platz brauchen für. Ach so, die waren noch nicht ganz fertig. Ich habe sogar für 63 Leute jetzt Wohnraum. Das ist schön. So gut ein bisschen Luft zu haben. Das ist sehr cool. Okay. Wir brauchen dringend wieder Relikte. Wie sieht es hier mit dem Wasser aus? 109 von 130. Na, und wie man hier sieht, na, das geht auch rauf. Da habe ich ja schon erörtert, das Problem. Ist ein bisschen seltsam. Ist ein bisschen seltsam. Macht für mich eigentlich jetzt nicht so wirklich Sinn. Aber wer bin ich schon, um das zu entscheiden? So, ich würde mal vorschlagen, bevor da unten komplett alles ausgetrocknet ist. Und wir, ich lasse dir dann noch mal einmal runtertauchen und wieder hochkommen. Und dann ziehe ich auch hier die Fliege ab. Weil ich will auch noch ein bisschen Nahrung bunkern, in der Hoffnung, dass das geht. Von der Ladekapazität her. Ansonsten ist ja auch kein Problem. Ich kann ja dann die entsprechende Ladekapazität erhöhen. Das Lehm, das will ich jetzt im Augenblick so gar nicht. Wo ist denn hier so ein bisschen was zu knappern? Ich muss mal ganz kurz wieder auf den
Pausen-Button gehen. Dann ist Eisen, was wir nicht mehr brauchen. Was ist das? Kohle? Nö, brauchen wir jetzt erstmal so dringend nicht. Das geht noch, was wir da haben. In welche Richtung gucke ich denn? Riesiges Gebiet, aber hier gibt es irgendwie nichts. Huch. Aber das wurde ja angekündigt, ne, dass hier die Ressourcen etwas knapper sind. Lehm gibt es, das ist Eisen. Dickicht, da hinten. Dann machen wir uns dahin auf den Weg, um etwas Nahrung zu bunkern. Allzu viel können wir sowieso nicht mehr einlagern. Gut. Das sollte aber reichen. Von der Gesamtkapazität her. Dass wir da so noch einlagern können. Ja, mal gucken, wie ich das jetzt hier hinten oder insgesamt vielmehr umgebaut bekomme. So, dass das einigermaßen vernünftig aussieht hier mit unserem Flieger und alles entsprechend funktioniert. Oh, da sind wir sogar näher dran gewesen, als ich gedacht habe. Was nicht verkehrt ist. Immer gut, wenn man ein bisschen Reserve oder was heißt Reserve hat. Ne? Also wenn man das, was man hier lagern kann, wenn das entsprechend auch genutzt wird. Sehr, sehr cool. Ja, Mann, ich hoffe, dass wir jetzt hier. Nicht gut, warum geht der nicht weiter? Wo ist das die Gicht? Ich habe diese aus dem Augen verloren. Hallo? Gicht? Das ist nicht, das ist, glaube ich, Lehm immer noch. Da ist wieder ein bisschen Wasser. Wo ist denn das? Hä? Okay. Wir werden es wiederfinden. Wir werden es garantiert wiederfinden. Moment, ich mache mal kurz den hier. Aber dann erst in der nächsten Folge, dann werden wir uns mal hier mit Nahrung versorgen. Und wir müssen natürlich ein weiteres Königreich ausfindig machen, damit wir hier mit unseren Missionen weiterkommen. Es bleibt spannend mit diesem Spiel in jeglicher Beziehung jetzt mittlerweile. Okay. Was wir noch gar nicht haben, ist Stoff, sehe ich da gerade. Ne? Irgendwie, was war das? Da Leinen oder so? Keine Ahnung. Also jedenfalls irgendwie irgendwas Stoffmäßiges. Das haben wir noch gar nicht benötigt. Das wird wahrscheinlich so als nächstes auf uns zukommen. Mittlerweile haben wir ja schon so fast alles. Das ist so die letzte Ressource, Bauressource, die wir bis jetzt noch nicht benötigt haben. Aber das wird kommen. Wahrscheinlich brauchen wir irgendwann Segel oder so. Keine Ahnung. Egal. Gut. Ich bedanke mich für eure Geduld, für euer Dabeisein, für euer Mitleiden. Und hoffen uns überhaupt und für euren tollen Support hier. Vielen, vielen lieben Dank auch natürlich auch für deine Unterstützung, für dein Dabeisein. Vielen lieben Dank. Hilft mir sehr und freut mich sehr. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und genießt die Zeit.